Jo, einen wunderschönen guten Morgen hier aus der Schweiz. Jetzt gerade im Minibus, dann auf dem Weg zum Start. Jo, jetzt hat es schon ein wenig gerumpelt oben. Ich hoffe, dass er hält und dass es an uns vorbeizieht. Aber jetzt geht es dann erstmal auf 2728 steilen Berg hinauf. Ersten Kilometer und die Cut-off Times, die ersten, sind aufgrund der Wetterbedingungen ziemlich knapp, also knackig. Ja, da muss man sich wegen spurten, weil wenn sich dann staut und bei langsame Vorhand sind, dann schafft man das nicht. Ne? Das ist so Sache. Hallo und herzlich willkommen zur 5. Etappe des Transalpine Runs 2023. Jo, was ist denn da los? Briefing? Oh. Die heutige Etappe, der Ultralauf, wurde aufgrund des schlechten Wetters abgeblasen. Dafür erfolgt am Nachmittag um 15 Uhr, wenn das Wetter mitspielt, ein Bergsprint. Jetzt ist erstmal die Abreise angesorgt von Klosters nach Skol. Ja, jetzt geht's mit dem Zug nach Skol und von dort startet dann am Nachmittag der Bergsprint, wenn das Wetter dann hoffentlich dort mitspielt. Zum ersten Mal in der Schweiz und mit dem Schweizer Zug. Ticketkosten kriegen wir dann erstattet. In der Sport mit schönen Spielsachen. Von Klosters nach Skol mit dem Zug. Auf geht's. Ich würde gern anständig studieren, doch geh mir viel lieber den Helm lackieren. Und rein in das Ding und cool an Euro. Hier bist du. Bergsprint, yippie! Boah, schaut euch das an, Leute. Skol hier an der Busstation. So überragend da oben, wo es so neblig ist, da wären wir jetzt eigentlich hergelaufen. Aber ja, und dann später Bergsprint. Jetzt laufen wir erstmal zum Zielbereich und dann mal schauen, weil mein Hotel ist so eine 3-4 Stunden zu Fuß, haben wir gerade mal geguckt. Ja. So schön, ey. Herrlich. Dieser Weg wird kein leichter sein. Traumhaft hier. Das hier über die Brücke wäre normal der Zieleinlauf der heutigen Langdistanz gewesen. Aber
Wir laufen da auch nochmal beim Bergsprint später drüber. Da wir aus dem Zielbereich starten und dann den Berg auflaufen werden. Einfach nur 950 Höhenmeter bergauf. Da wäre sowieso die Pasta Party gewesen und deshalb bietet sich das auch an. Weil wir ja jede Menge Zeit hatten, bat sich das Ganze für etwas Sightseeing an, hier etwas frühstücken, hat 12 Schweizer Franken sowas gekostet. Na, es regnet schon mal. Jetzt erstmal zum Hotel. Geiler Garten. Da bin ich jetzt dort untergebracht heute. When the game is rough and you feel like on the run, trust in your strength and in your passion. Leave your harm along the way. Listen to us. Now in 22 minutes 28 seconds. Ulrich Leib ist da. Ja, oben auf der Montana Luz angekommen. Wunderbar. Volker Grimme, Lisa Remser, Danina Roppertz und Florian Lung. Jo, nach dem Essen noch ein bisschen den schönen Ausblick hier auf den Berg genießen, ein paar Bilder und Videos machen. Und wie man schon hört, hier im Hintergrund oben im Restaurant, Bergrestaurant, findet bereits die Siegerehrung dieser Etappe statt. Und später gehe ich dann auch rein zum Briefing und für die Bilder des Tages bzw. Video des Tages. Morgen geht's dann von der Schweiz nach Italien. Mal wieder eine schöne Etappe. Das Wetter wird auch besser. Ja, hier habe ich mit den Magen vollgeschlagen. Hier ist das Briefing, da Martin wieder seine Rede hält. Mega geil. Super Stimmung. Die Cut-off-Zeiten. Ne? Und die nächste Etappe findet ihr wieder hier oben. Abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Reinschauen.